So, mal gucken, was im Sack ist. Heute ist ja Nikolaus. Ist bestimmt ein Nikolaussack. So. Oh, lecker. Möhrchen. Und ein Topf. Oh. Mach mal, wir wollen auch sehen, was im Topf ist. Im Topf scheinen ganz viele kleine Papierschnipsel zu sein. Sowas aber auch. Die nehme ich mal raus. Möhrchen. Ach, ist das ein Puzzle? Keine Ahnung, was hast du dir denn vom Nikolaus gewünscht? Teil einzeln, bitte jedes Teil einzeln. Das ist ein Puzzle. Einzeln seitlich wenden. Oh. Hä? Da steht ja noch was drauf. Moment. Also. Yeah, der Nikolaus war da. Yeah, voll gut. Was sagt er? Er schenkt dir 4 halbe Karotten. Dein Klaus. Was machst du? Ja, ich versuche zu lesen, was da drauf steht. Warum? Jetzt musst du es natürlich für mich seitlich wenden. Du liegst ja quer vorm Puzzle. Schatz, so gehört das nicht zusammen. Mach's noch mal richtig. Ich check's nicht. Wenn ich eins seitlich wende, Weißt du, wir Naturwissenschaftler, wir haben mit Kreativität so unsere Schwierigkeiten. Die ist nicht logisch okay, dann guck, dass du einfach das Ganze einmal seitlich, das heißt so rumwendest. Also kannst du diesen da machen. Okay. Hast du es gesehen? Fahre fort mit der nächsten Reihe. Okay, die Angabe von jedes Teil seitlich drehen hat er, glaube ich, ein bisschen verwirrt aufgeschrieben. Ah. Erst, nee, erst die Reihe fertig machen, Schatzi. Ach, da kommt ja noch eins. Hei, Wahrscheinlich war der Nikolaus ein bisschen verwirrt, als er das aufgeschrieben hat. okay. Der hat sie ja aber auch stressig. Das glaube ich, ja. Puh, ich auch. So. Was erzählt er denn? Lieber Finder, aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkung kann ich leider nicht zu dir kommen, da nur noch ein Drittel meiner Wichtel in Schutzkleidung zu Nikolaussäcke einpacken dürfen. Kriegen die großen Kinder dieses Jahr leider keinen, sorry. Auch mein Esel ist schon sehr traurig und einsam, da die Wichtel, die sich um ihn kümmern, seit 1,5 Wochen in Quarantäne sind. Geht ihr doch bitte mal ihn doch bitte mal besuchen. Er weilt zurzeit in Tiergehege bei Singenskirchen. oder so ähnlich. Richte ihm bitte schöne Grüße von mir aus. Vielleicht hat er ja etwas für dich. Liebe Grüße und nochmal sorry, dein Klaus, Nico. Okay.
Weißt du denn, wo das ist? Ja, ja, klar, das ist das Tiergehege bei Dingenskirchen. Dingenskirchen. Das ist der familieninterne Name für Hintertupfingen. Ja, der Ort heißt wirklich so. Ja, gut, dann müssen wir jetzt zum Esel, ne? Das erklärt auch, warum da Möhrchen mitgeliefert worden sind. Ach, die sind gar nicht für dich. Weiß ich nicht. Sind sie gezählt? Nein, sind sie nicht. Wenn ich überhaupt Möhrchen esse, dann... Ich bin ja heikel. Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Topf mitnehmen soll. Der steht hier nicht. Ja, komm, nimm mit. Okay. Auf nach Hintertupfingen. Auf nach Hintertupfingen. Wusch. Na, du bist nicht der Esel, du bist ein Hahn. Mhm. Lass uns weitersuchen. Da läuft ein Schaf. Auch kein Esel. Was haben wir denn noch? Täubchen. Ach, da hinten. Hallo, Esel. Komm mal ran. Das ist, glaube ich, auch nicht der Esel. Ne? Aber du hast spitz bekommen, dass es hier was gibt. Kleine Esel. Auch. Schnell essen. Sonst ist weg. So, das war's. Tüte leer. Seht ihr? Tüte leer. Jo. Jeder hat ein Möhrchen gekriegt. Guck mal, er sagte, dass du seiner Spur folgen sollst. Ach so. Danke, Esel. Ich habe jetzt von Esel hier einen Tipp bekommen. Esels Röhrblispur. Röhrbli sind Möhren. Oh, aha, Wegweiser Röhrbli. Ich interpretiere das jetzt schon richtig, dass es sich um Wegweisermöhren handelt, oder? Ja, keine Ahnung, wie Esel sich orientieren. Also das ist die Reihenfolge vermutlich. Könnte es sein. Über die Straße. Mhm. Und dann geradeaus. Ja, klaff mal weiter. Nochmal schräg über die Straße, geradeaus, nicht das rechts. Das sind sicher die Wegweiser. Aha, rechts. Hm? Slalom um... Was auch immer. Okay. Na gut, gucken wir mal. Gucken wir. Alles klar. Also gehen wir los. Über die Straße. Ich bin ein bisschen weiter. Die Röhrblispur sagt, ich soll geradeaus gehen. Ich habe noch den Insider-Tipp bekommen, dass es sich wohl um wirklich jede noch so winzige Abzweigung handelt, die hier thematisiert wird. Und das da ist ja eine. Mhm. Also gehen wir geradeaus. Und dann sollen wir links über die Straße. Zeig mal. Vermute ich. Ja. Oh, jetzt sagt der Plan hier irgendwas Seltsames, das ich nicht ganz zuordnen kann. Scheinbar soll ich irgendwie Slalom. Und wie es sich ergibt, ist da vorne ein Slalom. Und zwar soll ich... Moment. Ich soll... Links am ersten Pfosten vorbei, dann rechts wie das gedrehte Möhrchen, hier rum, darum, jetzt steht hier, ich soll nochmal eine Kehrtwende machen, na gut. So. Steht hier. So, geschafft. Das wohl stimmt. Mal gucken, wie es weiter... Oh. Das ist schon auch irgendwie ein geradeaus, ne? Ich glaube, ich habe rausgefunden, was es mit dieser komischen Wegangabe auf sich hat. Hier ist nämlich noch eine einzelne Säule. Ich glaube, ich soll da drum rum. Und zwar links... Und dann weiter. Also die Esel gehen schon komische Wege. Ja. So, jetzt sagt der Rüblieplan, ich soll hier wohl scheinbar geradeaus. Geradeaus wäre dann auch schon die Brücke. Und die Brücke soll ich wohl überschreiten, nur dass ich keine braunen Schuhe habe und nicht ganz so schlank bin. Und ich interpretiere das mal so, dass hier dann der Punkt ist, 45, eine Bennschrittbreite nach Ende Brücke, Wasser. Wasser gibt es keins, naja, das weiß der Esel wahrscheinlich nicht so genau.
Und halt Esel. Wie kann der Esel eigentlich sowas malen? Das ist halt der Esel des Nikolaus, der kann das offensichtlich. Na gut. Also, ich gehe über die Brücke und dann fange ich an, Schritte zu zählen. Der Hörbuchplan ist an dieser Stelle auch zu Ende. Brücke, Brücke, Brücke. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Da hängt was. Ja, da hängt was. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ein, wenn man daran zieht, kommt es runterknoten. Bist du sicher? Ich glaube schon. Wir müssen mit dem Esel mal ein Knotenvideo machen. Mhm. Weil ich kann bloß meinen Universal-Spannknoten und noch eine Busig-Schlinge. Ja, was ist denn drin? Was ist denn drin? Ach so. Moment. Ein Kinderbuch. Oh, hast du noch mehr drin? Oh ja, eine Slip-Einlage. Lies mich gemütlich auf der Bank, an der du gerade vorbeigelaufen bist. Okay. Dann zurück zur Bank. Psst, Ben liest. Er hat einen Schweizer Klassiker gekriegt, den Jelle Worsley. Den seht ihr da auf der rechten Bilderhälfte ganz weit weg ein bisschen. Ist halt noch Copyright und so Zeug drauf. Also pscht. So, ich habe jetzt den Schelle-Ursli durchgelesen und habe hinten im Buch Fragen gefunden. Und je nachdem, welche Antwortmöglichkeit man da wählt, also es sind drei Fragen, gibt es unten drunter noch eine Anweisung, wo ich lang gehen soll. Kurz zur Zusammenfassung, das wäre vielleicht doch nochmal ganz wichtig. Also der Schelle-Ursli, das ist ein Schweizer Volksmärchen, darf man so nennen, wohl relativ bekannt. Und der Zweck von diesem Buch war auch, dass es international bitte bekannt werden soll und über den Ozean und sonst wohin. Und im Prinzip geht's um den Ursli, das ist ein Bauernsohn, der in einem kleinen Dorf im Engadin beispielsweise wohnt, also so ungefähr so diese Ecke, so die tiefste Schweiz. Viel Schweizer geht nicht mehr. Und da gibt es den Brauch, dass man jeweils den Winter austreibt. Und das machen die Kinder, indem sie mit Glocken, also die Kuhglocken durchs Dorf ziehen und bimmel, bimmel den Winter austreiben. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, rennen da alle Kinder morgens los, um sich halt eben entsprechend eine Glocke zu besorgen. Und die werden dann an die Kinder ausgegeben, in der Reihenfolge mehr oder weniger, wie sie da ankommen, wie sie sich halt durchsetzen, um die entsprechenden Glocken zu bekommen. Und da der Ursli eben noch ein recht kleiner Bub ist, kommt er zwar rechtzeitig an und folgt auch den großen Kindern, um eine möglichst große Glocke zu bekommen, aber leider kriegt er dann doch nur eine kleine Glocke nach dem Gerangel, wo die großen Kinder sich halt alle schon die großen Glocken geschnappt haben, und er bekommt nur so ein ganz kleines Glöckchen, und dann lachen sie ihn aus und meinen, er sei jetzt der Schelle-Ursli und müsse ganz hinten gehen, weil er die kleinste Glocke hat. Man läuft wohl in der Reihenfolge bei diesem Umzug, wie man die größte Glocke entsprechend hat. So, und da das wichtig ist, weil hinterher nach dem Umzug die Glocke mit Leckerli aufgefüllt wird, also Apfelschnitzen und Nüssen und was da halt so reinkommt, keine Ahnung, also was man halt so hatte damals. Ja, es ist schon relevant, eine große Glocke zu haben, weil da passt dann entsprechend mehr Süßkram rein, und so eine kleine Minischelle, da passt ja gar nichts rein. Und deswegen wollte er nicht der Schellen-Ursli sein und hat bitter geweint und hat dann einen Plan gefasst. Und zwar ist ihm eingefallen, dass auf der Maiensess, das ist eine Hütte oben auf dem Berg, die wahrscheinlich zur Almwirtschaft dient,
noch eine große Kuhglocke hängt. Also bricht er auf am Nachmittag, um da hochzustapfen. Und sinkt schon im Schnee ganz tief ein. Das ist sehr anstrengend und kalt und er kommt kaum vorwärts. Und im letzten Tageslicht sieht er dann oben die Hütte der Maiensess. Und die ist dann auch noch verschlossen und er klettert durchs Fenster rein. Und da hängt die große Glocke. Ja, und da oben übernachtet er dann erfolgreich im Strohbett, das da rumsteht. Und da war auch noch ein Brotlaib, was keinen Sinn ergibt, aber der ist da halt. Und den isst er dann und die Eltern machen sich in der Zwischenzeit zu Hause Sorgen. So, und dann kommt er am nächsten Tag runter. Schön ist auch, wie der Zustand des Schnees beschrieben ist. Also da wird wirklich beschrieben, abends der Schnee wird schon weich und matschig, hat lange die Sonne drauf geschienen, er trägt nicht mehr, der Ursli sinkt ein. Morgens der Schnee ist nochmal frisch überfroren und trägt gut. Der Ursli kann großen und schnellen Schrittes runter ins Tal. Und dann kommt er da an, die Eltern sind begeistert und er hat eine riesen Glocke und dann geht er vorne ran und bimmelt alles zu und am Ende kriegt er ganz viele Süßigkeiten und die Eltern sind auch irgendwie froh. Ja, Ende der Geschichte. So, und jetzt habe ich hier halt eben Fragen dazu bekommen. Ben weiß es nun, steht hier. Erstens, wo findet Ursli die große Glocke? A. Im Stall. Falls das, 106 Schritte zurück zum Esel. B. Im Maiensäß, folge dem großen Weg bis zum Rohr. C. Auf dem Dachboden, gehe zurück dahin, wo du das Buch gefunden hast und 76 Fußlängen weiter. Okay, dann wird es wahrscheinlich im Maiensäß gewesen sein. Und dann muss ich wohl dem großen Weg hier bis zum Rohr folgen. Ja, mal gucken, wann das Rohr kommt. Ich glaube, ich habe das Rohr gefunden. Und jetzt muss ich die nächste Frage beantworten, die da lautet: Mit den Glocken läuten die Buben den Winter ein. A. Richtig. B. Falsch. Richtig wäre geradeaus bis zur Schranke, das ist da hinten. Und falsch, rechts in den kleinen Weg, 49 Schritte. Ja, die wollen ja den Winter ausläuten oder den Winter irgendwie wegläuten, auch wenn sie das im November machen. Wahrscheinlich damit der Winter. Das machen sie doch nicht im November. Nicht? Ich dachte, im November werden sie. Nein. Dann habe ich das irgendwie falsch. Und jedenfalls muss ich jetzt in den kleinen Weg 49 Schritte. Der Esel muss ein Schweizer sein. Ab wo zähle ich denn da? Ja, normal halt irgendwo. Na gut. Eins. Wenn das wohl stimmt. So, ja, jetzt bin ich hier an so einer kleinen Rückegassenkreuzung rausgekommen. Ich glaube, das könnte passen. Hier gibt es diverse Möglichkeiten. Ach ja, und abends, als dann Ursli dann schon schläft in der Hütte auf dem Maiensäß, da kommen die Tiere und gucken, was denn das Kind da oben verloren hat und wundern sich, was da los ist. Und die Frage lautet jetzt, welches Tier kommt nachts nicht zum Maiensäß? Ist es A, der Dachs? B. Die Gämse. C. Der Fuchs. So, und ich meine mich zu erinnern, es waren Gämse, Fuchs und Has. Und ne, Gämse, Has, Fuchs und Reh oder so ähnlich. Jedenfalls die vier Viecher müssten da gewesen sein. Das heißt, der Dachs, der war nicht da. Und dann muss ich rechts suchen, bis ich fündig werde. Na gut. Blicke was. Aha, ein Säcklein. Aber Schatz, das ist doch so ein Gratissack, den man beim Gemüse bekommt in unserem Supermarkt. Dann war wohl der Esel und der Nikolaus oder die Wichtel Eselfutter einkaufen. Na gut. Oh, mit Zettel. Ah,
keine Zeit, selber dekorieren. Also. Warte, ich. Kannst du es mal vor deinem Bauch halten? Komm mal näher ran. Hier steht irgendwas mit einer Tüte. Nee, Tüte, Sack, Sack. Was ist denn das Braune? Ein Topf, Kocher drunter. Hä? Weich, Schere. Weich. Dann Zeug auf so was Rundes drauf. Ach so, ah, jetzt. Ja, dann sind wir jetzt soweit. Die Anleitung hier. Scheinbar hatte der Wichtel keine Zeit und deswegen müssen wir unsere Lebkuchen selber dekorieren. Wir sollen Schokolade im Beutelchen tun, haben wir hier schon vorbereitet. Beutelchen in heißes Wasser. Dann wird die Schokolade weich, Beutelchen und ein Zipfelchen abschneiden. Ne? Und damit dann Lebkuchen dekorieren. Oh, schön! Gezeichnet Le Wichtel. Okay, das muss der eine Wichtel sein, der nicht in Quarantäne oder in Kurzarbeit ist. Arme Socke. Guck mal, aber er hat uns auch schon lecker Lebküchlein gebacken. Yay! So, teilweise glasiert, also irgendwie, die schummeln doch. Mhm. Also wir haben da dreierlei zur Auswahl. Folgendes, ich bin jetzt etwas unterausgestattet, was Feuermachtzubehör angeht. Genau genommen habe ich dieses kleine Schneidkantenobjekt und diesen Feuerstiel und werde mal versuchen, ob ich denn damit jetzt den Gaskocher in Gang kriegen kann. Das ist so mein Emergency-Feuer-Set. Na also, geht doch. Jo, Deckel drauf. Nein, Schokolade rein. Oh, Schokolade rein. Am besten knickst du es ein bisschen ab, dass nicht unten der Plastik verschmörzelt, sondern Schokolade im Wasser schwimmt. Gut. Dann sind wir ja mal gespannt. Noch ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Das ist nicht gerade üppig. Ich dachte, ich spare Wasser. Spare in der Zeit. Dann hast du... Ja gut. Ja, wird klappen, wird klappen. So. Das ist die Wegkoch Ergänzung. Falls ein bisschen was wegkocht. Ja. Gut, dann abwarten und Lebkuchen dekorieren. So, jetzt habe ich die Aufgabe, eben hier Lebkuchen zu dekorieren. Und hier habe ich schon geschmolzene Schokolade. Hast du das Messerchen? Ja, aber die Schere hat versorgt. Oh, das ist unschön. Das ist furchtbar. Ja, so. Ich soll hier jetzt also ein ganz kleines Loch reinmachen. Ich habe ein ganz kleines Loch. So. Und jetzt soll ich mir einen Lebkuchen nehmen. Oh, jetzt dekoriere ich einen Schokolebkuchen mit Schoko. Na ja, dann mache ich das halt. Ne? So. Das ist ein lustiges Gesicht. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber es ist lustig. So. Seht ihr das? Ich glaube, ihr seht das so halbwegs. Deine Hand ist. Tada, ein Baum. Ein bisschen Mann, ein paar Blätter drauf. Ich kriege auch noch einen. Mhm. Ja, was wäre dann noch Nikolausmäßig? Ich könnte noch ein paar Vivi Paris Elemente runterhängen.
Es ist ein Alienbaum. Ne? Wie bei Avatar, diese komischen Bäumchen da auf Pandora. Kennt das jemand? Hm, könnte sein. Oh, ein klassischer Lebkuchen. Ohne Schoki. Da müssen wir dringend Schoki drauf machen. Was mache ich jetzt? Ich mache einen Stern. Ich versuche es. Naja, fast schön. Guck mal, Schatz, fast schön. Soll ich ihn noch ein bisschen optimieren? Ja, bitte. Einen habe ich noch, oder? Mhm. Ja, ist eh eine ungerade Anzahl. Schneeflocken könnte man natürlich auch drauf machen. Es gibt Künstler, die verdienen mit sowas ihr Geld. Mit Schneeflocken? Nein, mit dieser Dekoration. Ja, ja. Oh, ja, okay, du hast gewonnen. Jo! Und du? Ich glaub. Hau mal den Rest Schokolade noch irgendwo drauf. Jetzt machst du es kaputt oder was? Nee, mein Gesicht hier kriegt noch Haare. Den ganzen Rest Schokolade kriegst du gar nicht weg. Man braucht immer ganz, ganz wenig Schokolade, zum sowas eine Verzierung machen. Okay. Also ich habe noch ein Glöcklein gemacht. Darf ich das mal hier hinlegen? Mhm. Ups, ich gehe weg. Ah. Und. Dann gibt es den Klassiker vom Tannenbaum. Oh. Ach, du hast auch einen Weihnachtsmann. Komm, ja. Jetzt zeig mal beide Weihnachtsmänner in die Kamera. So. Ja, okay, vielleicht ist deine ein bisschen... Anders. Anders. Und damit würden wir, glaube ich, uns an die Nikolaustüte machen. Ja, wir machen uns an die Nikolaustüte. Da ist noch drin Mandarinchen, Erdnüsschen, Walnüsschen und... Noch der Rest von der Deko-Schokolade, die wir verwendet haben, um hier unsere Lebkuchen zu dekorieren. Ja, dann müssen wir jetzt die noch mal kurz verköstigen. Mmh. Erstaunlicherweise schmeckt es wie Lebkuchen. Wer hätte das gedacht? Jo, und dann sind wir raus. Wünschen wir euch einen frohen Nikolaus. Frohen Nikolaus. Und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.